Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Zahl der Todesopfer beim gestrigen Flugzeugabsturz in Remscheid hat sich auf 6 erhöht. In den Krankenhäusern werden noch 11 Verletzte behandelt. Durch das Unglück wurden 80 Menschen obdachlos. Unterdessen haben Bundesverteidigungsminister Scholz, der einen Aufenthalt in den USA abgebrochen hat, und US-Botschafter Byrd die Unglücksstätte besucht. Sprecher der Sozialdemokraten und der Grünen forderten als Konsequenz aus dem Absturz des amerikanischen Kampfflugzeuges den endgültigen Verzicht auf alle Tiefflüge. Mit dieser Forderung soll sich in den nächsten Tagen auch der Verteidigungsausschuss des Bundestages auf einer Sondersitzung beschäftigen. Der Ort der Katastrophe heute Morgen. Die Such- und Aufräumungsarbeiten haben die ganze Nacht gedauert, werden auch zur Stunde fortgesetzt. Noch ist unklar, wie viele Menschen gegenwärtig vermisst werden, da einige der Toten immer noch nicht identifiziert werden konnten. Das ganze Ausmaß der Zerstörung kann erst in den nächsten Tagen genauer ermittelt werden. Über 200 Polizisten, Feuerwehrleute und Helfer sind pausenlos im Einsatz. Unterstützt werden sie von Spezialkommandos der amerikanischen Streitkräfte. Weit verstreute Überreste des abgestürzten Jagdbombers. Neue Einzelheiten über den Unfallhergang gibt es noch nicht. Auch der Flugschreiber, der weitere Aufschlüsse geben könnte, ist noch nicht gefunden worden. Verteidigungsminister Scholz und der amerikanische Botschafter Byrd besuchten heute den Katastrophenort. Botschafter Byrd und ich sind eben auch im Krankenhaus gewesen. Wir haben uns auch dort vergewissern können, dass die ärztliche Versorgung gut funktioniert. Unsere Wünsche gelten in dieser Stunde den Opfern und ihren Familien. Richard Byrd spricht im Namen von Präsident Reagan und das amerikanische Volk sein tiefes Mitgefühl mit den Opfern und deren Familien aus. Pilot Captain Foster starb bei der Verteidigung seines Landes zum Schutz des westlichen Bündnisses, fährt er fort. Die US-Regierung will eng mit der Bundesregierung zusammenarbeiten, um die Sicherheit militärischer Flüge in der Bundesrepublik zu gewährleisten.